Hallo und willkommen zum heutigen Webinar von Medizinio und MLP zum Thema Praxisübergabe erfolgreich vorbereiten. Ich bin Marvin Schön, Gründer und Geschäftsführer von Medizinio und freue mich, das Webinar heute gemeinsam mit Frau Anja Feiner von MLP aus München präsentieren zu können. Kurz zum Organisatorischen. Das Webinar wird aufgezeichnet werden. Aus dem Grund sind alle Ihre Accounts hier drin umgeschaltet. Fragen gerne in den Chat posten und wir gehen dann am Ende des Webinars darauf ein. Kurz zu MLP, als Finanzdienstleister natürlich allen Teilnehmern hier bekannt. Aber durch diese jahrelange Expertise auch sehr viel Wissen, was jetzt nötig ist für die Praxisübergaben. Wie wir wissen, ist das derzeit kein einfacher Markt. Viele junge Ärzte und Ärztinnen haben Respekt vor der Selbstständigkeit, auch abgeschreckt wahrscheinlich durch die KV in den letzten Jahren. Und hier kann man als Praxisverkäufer aber sehr viel tun, um die Praxis darauf vorzubereiten. Und genau dafür haben wir heute die Kollegin Frau Anja Feiner mit im Webinar von MLP. Seit über 18 Jahren Beraterin, fast 500 Praxisübergaben mit begleitet, sehr, sehr beeindruckend. Und wird hier was zu den Prozessen erzählen, aber auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, von Fällen berichten aus der Praxis und am Ende dann auf die Fragen eingehen. Dann direkt starten wir die Präsentation, Frau Feiner, und zu Ihnen. Rentable Praxen, moderne Praxen sind immer noch total attraktiv und finden auch noch ihren Übernehmer. Aber der Weg dahin muss geebnet werden. Und das gehen wir jetzt auch im Folgenden durch. Wie sieht da der Zeitplan aus? Wie finden Sie Ihren Nachfolger? Was können Sie im Vorfeld hinsichtlich Wert tun? Wie stehen Sie mit Ihrer Praxis im Vergleich zu anderen? Das sind alles Themen, die Sie sich im Vorfeld klar machen sollten, damit Sie vorbereitet sind auf die Fragen der Übernehmer. Ja, ich werde häufig gefragt, Frau Feiner, wie ist denn das? Sagen Sie mir einfach mal meine Fachrichtung, wie viel ist die Praxis wert? Und dann sollte ich so aus der Hüfte geschossen einen Wert in den Raum stellen und da würde sich ganz gerne der Abgebende dann dran festhalten. Fakt ist aber, das kann ich nie sagen, weil wie Sie abgeben wollen, an wen Sie abgeben wollen, wo die Praxis ist, wie groß die Praxis ist mit Angestellten, wie effektiv Sie arbeiten, wie eingelernt das Personal ist, wie attraktiv der Standort ist, das wissen wir alles nicht. Das heißt, die Praxisübergabe, selbst wenn die Praxen auf dem Papier genau gleich ausschauen, die ist immer anders. Und das macht es eigentlich auch so spannend, das Thema, eben weil es immer anders ist. Aber das macht es für Sie auch ein bisschen schwerer, weil die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Drum auch hier wieder mein Appell, ich sage es wahrscheinlich noch mal zweimal, ist, dass Sie sich möglichst frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, weil Sie einfach da sich mehr darüber im Klaren sein können, wo es hingeht mit der Praxis und Sie ja auch noch Ihre Weichen stellen können. Ja, wie könnten wir Sie dabei unterstützen? Da ist ein Punkt, gerade bei den Überlegungen im Vorfeld, die Planung, wann abgeben, wie abgeben, was müssen Sie vorbereiten, da können wir Sie sehr, sehr gut im Gespräch begleiten. Ich nenne mich da immer so, ich bin der Sparringspartner meiner Kunden für alle Fragen, die da aufkommen und um einfach Entscheidungen auch immer wieder zu hinterfragen oder Möglichkeiten in der Abgabe immer wieder zu hinterfragen. Eine Praxisanalyse sehen wir jetzt auch gleich nochmal im Detail oder eine Standortanalyse sind sehr, sehr gut, um Ihre Praxis einschätzen zu können. Nicht nur in der Bewertung, sondern auch in dem,
was noch so an sonstigen Soft Facts um die Praxis drumherum wichtig ist und für Übernehmer interessant ist. Ja, die Erarbeitung eines Übernahmekonzeptes oder Übergabekonzeptes aus wirtschaftlicher Hinsicht macht sicherlich da Sinn, wo es auf den Zeitpunkt der Abgabe ankommt. MLP führt einen Praxenmarkt, mittlerweile deutlich über 3.000, ich meine sogar fast über 4.000 Inseraten, nicht nur von den Abgebern, sondern auch sehr viele Übernehmer, die dort Inserate geschaltet haben. Schauen Sie mal nachher rein. Ich habe den Link noch in der Präsentation drin. Das lohnt sich auf jeden Fall, um die Kontakte zu nutzen. Wir selber nutzen in der Beratung unser Netzwerk mit den Rechtsanwälten, Steuerberatern, Analysten, die eben mit uns durch den Markt gehen und uns da viele, viele gute Hinweise geben, auf die Sie natürlich dann durch uns auch zurückgreifen können. Ja, was heißt denn das jetzt im Detail? Die Erfolgsfaktoren einer Praxisübergabe. Frühzeitige Vorbereitung, da haben wir es wieder. Das tun Sie ja auch, indem Sie heute da sind und sich das im Detail mal anhören. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie das Leistungsspektrum der Praxis ausschaut. Und quantifizieren Sie das. Und zwar dahingehend, dass Sie sagen, ich mache irgendwas Besonderes in meiner Praxis und das wird mir so und so viel Umsatz jährlich einbringen. Wird das auch ein Übernehmer übernehmen können? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Meinetwegen, Sie haben in der Praxis viele Gutachten oder Sie machen viel Akupunktur. Alles Punkte, die, wenn Sie die benennen können über einen Umsatz, wichtig sind für Übernehmer. Für manche ist genau das wichtig und für andere, die das nicht leisten wollen, wieder weniger. Auch das bestimmt den Preis der Praxis. Ja, Praxismodell, was heißt das denn hinsichtlich Mitarbeitern, Kollegen? Das heißt so viel, sind Sie in einer Einzelpraxis, sind Sie in einer Berufsausübungsgemeinschaft, in einem MVZ? Wollen Sie einen Angestellten erstmal reinnehmen, um den als Übernehmer zu testen und später an den übergeben? Welche Modelle gibt es denn da überhaupt für die Übergabe? Nicht alles ist für jeden so gut. Jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Ich hatte letztens einen Abgeber, der zu mir gesagt hat, also hier ist der Schlüssel und mehr will ich nicht. Ich will von dem, der nach mir kommt, nicht sehen, weil ich bin so ungeeignet für Kooperationen. Wir müssen das so machen. Frau Feiner, finden Sie mir jemand? Andere wiederum sagen mir, also ein halbes Jahr Mitarbeit muss mindestens sein, weil ich will ja meine Patienten gut übergeben, ich will mein Personal nicht verschrecken und ja, jeder mag es anders und sowohl das KV-Recht sowie auch einfach rechtliche Formen müssen das ja dann auch vorsehen und im Vorfeld sollten Sie sich erstmal darüber Gedanken machen, was Sie wollen. Ja, zu viel PKV ist manchmal auch nicht gut in der Praxis, zu wenig aber auch nicht. Manche Praxen sehe ich, die sind super aufgestellt bei Igelleistungen. Andere wieder tun sich ganz furchtbar hart, sich da zu verkaufen. Auch hier ist wieder die Frage, kann ein Käufer das übernehmen? Machen Sie sich darüber Gedanken, wie Sie diese Leistungen dem Übernehmer weitergeben können, damit der sich leicht einfindet. Ja, Lage der Praxis, Demografie des Standortes, die Modernität der Ausstattung, der Einrichtung einmal mal durchstreichen durch die Praxis ist nicht verkehrt, um einfach die Braut hübsch zu machen. Information, da war ich eins zu schnell. Ja, hier steht noch was zum Informationsstand der Patienten oder Kooperation mit Kollegen vor Ort. Der Informationsstand der Patienten, damit ist eigentlich gemeint, behalten Sie Verschwiegenheit,
erzählen Sie es nicht den Mitarbeitern und den Patienten weiter, dass Sie abgeben wollen. Zumindest nicht im ersten Moment, weil Sie wollen Ihr Personal behalten und Sie wollen natürlich Ihre Patienten behalten. Und darauf ist im Abgabeprozess auch sehr, sehr viel Wert zu legen, dass die Mitarbeiter Ihnen die Stange halten und auch die Scheinzahl, die Fallzahl Ihnen erhalten bleibt. Das ist ja Ihr höchstes Gut. Kleine Story mal am Rande. Sie werden sagen, es ist unglaublich, dass sowas passiert. Es ist aber tatsächlich passiert. Ich hatte also München eine Abgabe in einem Bereich, der nicht sehr attraktiv war, also kein attraktiver Standort. Ich hatte das Glück, dass ein Investor die Praxis auch gekauft hat. Und das wurde nicht an die Mitarbeiter weitergegeben und an die Patienten auch erstmal nicht. Eine Mitarbeiterin ging zum Friseur. Ja, Sie werden jetzt lachen, aber es war wirklich so. Und nebendran saß die Vermieterin. Und die Vermieterin meinte so, naja, euer Mietvertrag endet ja, du hast demnächst keinen Job mehr. So sprach's und 3 Monate vor der eigentlichen Praxisübergabe hat die Mitarbeiterin gekündigt und der letzte Rest an Umsatz, den die Abgeberin gerne gehabt hätte, der war damit nicht mehr so zu halten. Das heißt, Thema Diskretion, ganz, ganz wichtig. Sie sehen hier dargestellt, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, ja, das kennen Sie natürlich. Da sind aber auch so nette Pfeile daneben. Und wenn Sie die Literatur dazu lesen, wie man am besten eine Praxis zu übergeben hat, dann steht da, den Umsatz nach oben bringen, die Kosten nach unten, damit der Gewinn nach oben geht und damit der Kaufpreis nach oben geht. Das ist alles schön und gut, aber Sie werden sicherlich nicht auf Ihre letzten paar Monate, Jahre noch unglaubliche Umsatzsteigerungen zutage bringen. Deswegen würde ich eher empfehlen, lassen Sie einen Berater die Kosten durchschauen, damit Sie in den Kosten nach unten kommen und allein damit den Gewinn steigern. Da gibt's nur so ein gelbes Kästchen ganz rechts, der Substanzwert. Ja, da geht's um Ihre Einrichtung, um das, was Sie an Inventar haben. Steigern sollten Sie es nur, wenn Sie selbst auch was davon haben wollen, aber jetzt bewusst nochmal investieren und damit auch dem Übernehmer die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, was er noch in der Praxis drin haben möchte. Sei es an EDV oder Geräten, das würde ich eher empfehlen, nicht mehr zu machen. Sie sehen in den ganzen anderen Kästen hier auf dieser Folie noch andere Themen wie einen Übernehmer aufbauen. Ja, das ist wichtig, aber schließen Sie lieber einen Kaufvertrag mit dem zuvor, als dass Sie immer mal wieder einen Übernehmer aufbauen, der sich womöglich dann kurz vor Schluss noch entscheidet, ach, jetzt doch nicht. Ein Punkt, den Sie auf jeden Fall jetzt auch schon machen können, ist, Ihre Praxisunterlagen soweit zusammenzusammeln, Mietvertrag, Kooperationsverträge, Ihre Honorarbescheide, Ihre Gewinnermittlungen, eine Statistik von der Privatabrechnung zum Beispiel, dass Sie sowas einfach parat haben, um Rede und Antwort stehen zu können, entweder bei einem Praxisvermittler oder aber auch eben direkt bei den Übernehmern. Und das Zusammenspiel zwischen KV, KZV und den Praxisabgebern, ich weiß, das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Auch das ist ein gewichtiger Punkt, um rauszufinden, was geht und was geht manchmal nicht? An welche Regeln der KV muss man sich halten, um eine Praxis ordnungsgemäß übergeben zu können? Denn Ihre Aufgabe als niedergelassener Mediziner ist es ja nicht nur, Ihre Patienten zu behandeln,
sondern sie haben noch ganz andere Themen nebenbei, die manchmal mehr Raum einnehmen, als ihnen vielleicht lieb ist, nämlich die Steuerung der Praxis. Ja, das sind alle Zahlen, das Management, die Führung der Mitarbeiter, die strategische Ausrichtung der Praxis. Sie sehen es hier auch nochmal im Detail ein bisschen aufgeschlüsselt. Und so sehe ich, so sehen wir die Praxis, einmal 360 Grad über alles. Und das sind auch die Themen, die gut aufbereitet sein sollten für die Praxisabgabe. Und da können wir Sie unterstützen. Zum einen die Standortanalyse. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen gehabt. Wo liegt Ihre Praxis denn? Wie wird die demografische Entwicklung in Zukunft sein? Wie wird die wirtschaftliche Lage in Zukunft sein? Sind genügend Arbeitsplätze noch da, dass es attraktiv ist, dorthin zu ziehen? Pendlerbewegungen, wie sieht der Wettbewerb aus? Wenn Sie hier mal über neutrale Seite auf Ihre Praxis schauen können, dann können Sie mit so einer Analyse in der Hand auch Übernehmern besser den Weg ebnen, rein sich zu entscheiden, Ihre Praxis zu nehmen. Na, jetzt springt er nicht weiter, jetzt habe ich wahrscheinlich schon zu oft geklickt. Okay. Ah, jetzt springt er wieder. Schauen wir mal, bei mir bereitet sich die Folie jetzt erst langsam auf. Ich hoffe, bei Ihnen geht es fixer. Ja, jetzt haben wir es. Praxisanalyse. Auch etwas, was Sie im Vorfeld angehen können. Eine Praxisanalyse habe ich immer sehr, sehr gerne in der Hand, um auf ganz wenigen Seiten die Zahlen aufbereitet zu haben. Erstmal Umsatz, Kosten, Gewinn, Fallzahlen, Patientenzahlen in der Vergangenheit. Aber gleichzeitig auch dargestellt, wie schaut sowas in der Zukunft aus? Wie wird sich sowas entwickeln? In der Praxisanalyse sicherlich spannend und auch ganz neu für Sie ist dann ein Vergleich, wie schaut eigentlich die Benchmark-Praxis aus? Arbeitet die genauso wie Sie? Hat die gleiche durchschnittliche Kostensituation wie Sie auch? Arbeitet die im Umsatz genauso profitabel wie Sie? Und auch hier sehen Sie Stärken und Schwächen, die Sie verargumentieren können, im Vorfeld sich überlegen, wie Sie das argumentieren können. Die Zeit am Patienten, ich glaube, ich gehe da richtig in der Annahme, dass das für Sie das Allerwichtigste ist. Und wie das aber auch die Praxis lebt mit dem Personal, mit dem ärztlichen Angestellten, wie profitabel die in der Praxis arbeiten, können Sie anhand der Praxisanalyse auch aufbereitet bekommen und haben damit noch mal mehr Argumente für die Praxis. Ja, ich werde auch häufig gefragt, was bedeutet eigentlich Praxiswert, Verkehrswert, Marktpreis, Veräußerungspreis? Das sind alles so Begriffe, die im Raum stehen. Was ist das eigentlich? Es tut gut daran, das nachzufragen, weil jeder nutzt die Begrifflichkeiten anders. Der Praxiswert, so kann man es jetzt zumindest in der Literatur nachlesen, setzt sich zusammen aus materiellem Wert und ideellem Wert. Materiell brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ideell sind alles diese Soft Facts, die ich jetzt gerade eben auch schon so nebenbei aufgezählt habe. Erfahrung des Personals, der Standort, Mietvertragsdauer und so weiter und so weiter. Darüber lässt sich immer trefflich streiten. Man versucht es in einer Praxisbewertung, die man anhand von verschiedenen Bewertungsmethoden durchführt, greifbarer zu machen. Final ist es aber nicht das, wie die Praxis später verkauft wird. Final wird es der Kaufpreis sein oder ich nenne es jetzt mal Marktpreis, der am Markt erzielbare Preis,
der sich allein nur durch Angebot und Nachfrage bildet. Für mich ist es ja manchmal schleierhaft, wie eine reine Zulassung ohne alles. Ja, also wir bewegen uns nur im ideellen Wert und noch nicht mal ein Patientenstamm dabei, wie sowas 600.000 oder 1 Million wert sein kann. Begründet sich allein nur durch die Nachfrage. Ist die Nachfrage hoch, selten, dass so eine Zulassung frei wird, dann kommen solche Preise zustande. Aber Sie wollen ja vielleicht nicht nur Ihre Zulassung verkaufen, sondern wollen die ganze Praxis optimal präsentieren und damit auch Patienten und Mitarbeiter gut übergeben. Und damit heißt Praxis fit machen und damit auch dann die Nachfrage steigern. Wie können Sie das jetzt planen? Ja, ich denke, ein großer Punkt wird hier auch sein, dass Sie sich im Klaren darüber sind, ob Sie sich begleiten lassen wollen und welche Tools Sie sich zu Hilfe nehmen. Teilweise sind Sie informiert, teilweise sollten Sie sich Unterstützung nehmen, zum Beispiel durch das, dass Sie eine Praxisanalyse machen lassen und sich über Übergabemodelle im Klaren werden, wie sowas abgewickelt werden kann. Diese Planungsphase, also der Herr, der mir den Schlüssel geben wollte letzte Woche, da würde ich sagen, der ist durch mit seiner Planungsphase. Der braucht noch nicht mal einen Tag, der gibt nur den Schlüssel rüber. Aber die meisten meiner Abgeber erlebe ich, die doch ein bisschen länger brauchen, um sich auf eine Praxisabgabe vorzubereiten. Noch nicht mal sich zu entscheiden, sondern einfach das zu tun, was sie hier jetzt heute auch tun, nämlich sich zu informieren, alle Möglichkeiten abzuwägen und final, wenn man ehrlich ist, es geht meistens tatsächlich ums Geld, wie sie ihren Praxiswert steigern in der Abgabe. Ja, dann werden die Entscheidungen getroffen und dann geht es eigentlich nur noch ums Umsetzen. Sie sehen aber unten an der Zeitangabe, dieses nur noch Umsetzen ist gar nicht so ohne. Mindestens 9 Monate, ideal mindestens 3 Jahre und manchmal auch noch länger. Meine längste Übergabe einer Praxis hat 5 Jahre gedauert. Da war zwar die Entscheidung ganz schnell getroffen, aber der Mietvertrag war maximal unwägbar. Und obwohl wir den Übernehmer schon 3 Jahre lang hatten, war das mit der Finanzierung schwierig und hin und her. Also da gab es so einige Stolpersteine, wo es gut war, dass wir lange im Vorfeld begonnen haben. Und an der Stelle würde ich auch ganz gerne mal noch das Thema Investoren einflechten, die immer mehr am Markt unterwegs sind, alle möglichen Fachrichtungen an Praxen aufkaufen, sei es jetzt in Form von Fonds, die die zusammenbricken als geschlossene Fonds und das weiterverkaufen, sei es auch in Form einfach dessen, dass MVZs gebildet werden und mehr Praxen eingebunden werden, mehr oder weniger wie als konservativer Ansaugstutzen für operative Fälle in der Klinik oder in deren operativen Zentren. Die Investoren, und jetzt kommt nämlich der Bogen zum zeitlichen Ablauf, hätten es immer ganz gerne, dass der Praxisinhaber möglichst noch ein Weilchen bleibt, damit der Übergang nicht so abrupt ist, damit alles noch so weiterläuft. Und wenn man ehrlich ist, der Investor denkt natürlich viel ans Geld, damit sie weiterhin den Umsatz so bringen, wie der das gerne hätte und wie er es aus der Vergangenheit von Ihnen kennt. Ein anderer Aspekt ist, bei den Übergaben spielt die KV ja noch mit eine Rolle. Und wenn Sie einen der beiden Übergabewege wählen und
auf die Praxis zugunsten einer Anstellung verzichten, dann ist es seit einigen Jahren so, dass sie sich 3 Jahre anstellen lassen müssen. Mit allen Vor- und Nachteilen daraus, die daraus erwachsen. Und wenn das der optimale Weg ist, sei es für Sie persönlich, sei es auch finanziell, sei es wegen der KV und möglichen Schwierigkeiten beim Übergabeprozess, dann muss ich sagen, müssen Sie auf jeden Fall mindestens 3 Jahre vorher beginnen und die Umsetzung in die Wege leiten. Sie sehen hier, was bei der Entscheidung alles noch wichtig ist. Im Detail Zeitpunkt genau festlegen, Praxis fit machen, das Übergabekonzept festlegen, einen Investitionsplan erstellen, wenn noch investiert werden soll. Ja, okay, muss man sich im Einzelfall anschauen, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, das ist ja alles schön und gut. Und wo kommen jetzt meine Übernehmer her? Ich mache hier mal die ganze Folie, klicke ich wieder auf. Sie sehen hier verschiedenste Kontakte, verschiedenste Stellen, die Sie infiltrieren könnten. Wo ich eher davon abraten möchte, es steht zwar hier auf der Folie, manche machen das auch, aber ich würde eher davon abraten, die Schnuppertage anzubieten. Ich habe jetzt eine größere Anästhesie, die in die Abgabe geht, und immer wenn ein Interessent da ist, hospitiert der. Das ist nicht ganz so das Thema, weil da wird häufiger mal hospitiert. Aber wenn Sie jetzt, ich sage jetzt mal, eine Gynäkologie, einen Hausarzt, Orthopädie, einfach eine kleinere Einheit sind, eigentlich auch egal, welche Fachrichtung, und Sie haben sonst kaum jemanden, der mal hospitiert, mal dabei ist, dann überlegen Sie sich's gut, weil Ihre Mitarbeiter sich dann auch irgendwann mal wundern, wer denn jetzt da schon wiederkommt und die Patienten alarmiert sind. Ist es jetzt schon der Übernehmer? Geben Sie jetzt ab? Sind dann die ersten Fragen, die kommen. Also Schnuppertage nur dann anbieten, wenn Sie sich eigentlich schon sicher sind, dass derjenige die Praxis nehmen wird. Ja, Online-Börsen steht hier mit dabei. Also wenn ich, vielleicht noch vorweg dazu, wenn ich eine Praxis vermittle, schalte ich die Anzeigen. Das werden andere Praxisvermittler genauso machen. Ich nutze Netzwerke. Das sollten Sie aber auch tun, um Ihre Praxis attraktiv zu machen und da zu platzieren. Aber Vorsicht mit der Diskretion. Wem auch immer Sie sagen, da aufpassen. Ja, Online-Börse, da wollte ich eigentlich gerade drauf zu. Sie sehen hier den MLP-Praxenmarkt. Den können Sie gleich mal ausprobieren. Er ist übers Internet zugänglich. Da habe ich hier den QR-Code einfach mal einscannen und mal ausprobieren. Schauen Sie nach Ihrer Fachrichtung, nach Ihrem Standort, ob da Interessenten drin sind. Wenn nicht, platzieren Sie einfach Ihre Anzeige da drin. Da wird Sie ein Berater dann kontaktieren, ist auch völlig kostenfrei. Und damit hätten Sie den ersten Schritt schon getan und haben Ihre Anzeige platziert. Völlig anonym. Wenn Interessenten sich darüber melden, kommt das über einen Berater von uns und wird Ihnen dann zugeschlüsselt. So. Ja, ein Punkt habe ich vorhin schon mal erwähnt. Machen Sie sich darüber Gedanken, ob Sie die Praxisübergabe alleine stemmen wollen oder ob Sie sich Hilfe holen. Allein schon beim Thema Diskretion bietet es sich an, sich Hilfe zu nehmen, weil Sie damit dann in dem Berater vorgeschaltet jemanden haben,
der erstmal von der Praxis spricht, ohne zu sagen, das ist die Praxis Frau Dr. Herr Dr. XY. Und damit ist der Interessent mal ein bisschen mehr abgeklopft, ob er wirklich auf die Praxis passt. Und ihr Name wird nicht so breit gestreut. Andere Beteiligte bei diesem ganzen Prozess, die KV, logischerweise, hat auch ein Wörtchen mitzureden. Der Übernehmer bringt einen Anwalt mit, Sie haben einen Anwalt. Vielleicht bringt der Übernehmer schon einen Steuerberater. Sie haben sicherlich einen Steuerberater. Und diese Personen wollen Informationen von Ihnen und haben Fragen. Die müssen Sie bedienen bei der ganzen Abgabe. Und Sie haben ja so noch eine laufende Praxis. Also gut überlegt, dass Sie hier sich Hilfe holen. Ein Wort hier noch zum Vermieter. Sie sehen es ganz unten links. Der Vermieter kann ein ums andere Mal leider so eine ganze Praxisabgabe zum Scheitern bringen, indem er vielleicht gar nicht weiter an den Übernehmer vermieten möchte, weil er was anderes vorhat mit den Räumlichkeiten. Vielleicht, weil der Mietvertrag gar nicht so lange läuft. Ich hatte ja vorher von der 5 Jahre dauernden Praxisabgabe gesprochen. Das soll jetzt auf keinen Fall abschrecken, sondern einfach Sie eher motivieren, frühzeitig loszulegen. Aber ein Punkt war da, der Vermieter, weil der Vermieter den Mietvertrag nur auf 3 Jahre verlängern wollte. Und das sehen die Banken des Übernehmers in der Regel nicht ganz so gerne. Also da ist auch gut, man erkundigt sich vorher ein bisschen, was denn da gewünscht wird und spricht mit dem Vermieter, wie weit er bereit ist zu gehen, was er an Mietvertrag anbieten möchte. Auch hier gehen Sie nicht zu früh an den Vermieter ran, damit da auch nichts ausgeplaudert wird, aber zumindest früh genug. Da kann Sie sicherlich Ihr Berater dann auch dabei unterstützen, wann der ideale Zeitpunkt wäre, und prüfen da mal nach, ob die Räume auch wirklich zugelassen sind für eine Arztpraxis und was der Vermieter damit so vorhat. Ja, ich bin 3 Minuten vor dem gesetzten Ziel mit meinem Vortrag erstmal zu Ende. Freue mich ganz, ganz rege über Ihre Teilnahme und vor allem bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ja, Frau Feiner, vielen Dank für die gute Präsentation. Sehr, sehr viele spannende Punkte. 1, 2 Fragen hatte ich mir auch schon aufgeschrieben. Dann würde ich aber erstmal die erste Frage aus dem Chat nehmen. Von VHS. Sicherlich eine sinnvolle, berechtigte Frage. Welche Kosten kommen denn in etwa durch eine Beratung/Begleitung der Praxisübergabe durch Sie auf einen zu? Ja, also ich werde es erstmal ganz allgemein beantworten. In der Regel werden Praxisvermittlungen, also man sucht einen Übernehmer, prozentual am Kaufpreis berechnet. Also was ich so am Markt kenne, sind so 3-6% des Kaufpreises, was an Vermittlungsgebühr da fällig werden kann. Ist aber abhängig davon, ist es ein Käufermarkt oder ist es ein Verkäufermarkt? Immer dann, wenn es ein Verkäufermarkt ist, dann würde ich sagen, tendenziell liegt da ein höherer Provisionsanteil beim Käufer. Die Beratung an sich, was Sie hier aus dem ganzen Spektrum, was wir bieten können, auswählen, das obliegt Ihnen zu entscheiden. Das ist schwierig für mich festzulegen, wie viel das dann kosten wird. Deswegen, ich würde es jetzt mal an einem Stundensatz festmachen. Je nach Berater werden Sie wahrscheinlich so um die 150 Euro die Stunde liegen, plus, minus, je nach Region. Dankeschön. Wenn hier noch keine weitere Frage im
Chat ist, hätte ich eine Frage Richtung der möglichen Übernehmer. Es war eine der letzten Folien, weil ich natürlich selber meine Altersgruppe jetzt eher im Freundeskreis eher die Freunde haben, ärztliche Freunde, die Praxen übernehmen, damit einsteigen wollen, dass es sehr viel häufiger vorkommt, dass die vorher in der Praxis schon noch arbeiten, als angestellte Ärzte. Wie teilt sich das prozentual auf? Haben Sie da ein Gefühl für? Weil mein Gefühl ist, dass es eben sehr viel häufiger passiert, dass ich vorher schon angestellt bin, wir uns gegenseitig, man versteht sich gut, man redet über die Übernahme. Im Gegensatz zu, ich habe gar keinen zweiten Kollegen, ich suche jetzt aktiv im Ärzteblatt, in Praxisbörsen und suche jemanden zweiten. Also mein Erleben des Marktes ist das, dass es Fachrichtungen gibt, wo es nahezu üblich ist, dass der Übernehmer im Vorfeld mitarbeitet. In größeren Praxen, und größer meine ich jetzt so zwei und mehr Inhaber, bietet es sich auch an, um eventuelle Unwägbarkeiten bei der KV auszumerzen, indem man den potenziellen Kandidaten sich selber aufbaut, einführt und dann die Übergabe bei der KV auch sehr leicht ist. Prozentual schwierig. Also in den Fachrichtungen würde ich sagen, sicherlich um die 80%. Mhm. Die Frage ist ja, welche Fachrichtungen das sind. Da kommen wir vielleicht heute zu weit. Es gibt aber andere Fachrichtungen, da ist es überhaupt nicht üblich. Teilweise wollen die Übernehmer, wie Sie selber schon sagen, wollen die Übernehmer eine gewisse Einarbeitung, aber eigentlich auch begrenzt nur darauf, dass sie gezeigt bekommen, wie denn die Abrechnung geht. Meistens ist da ja die Unsicherheit, wo kommt denn das Geld her? Wie rechne ich ab? Die werden in organisatorische Themen in der Praxis eingeführt, vor allem wichtig für die, die direkt aus der Klinik kommen und noch wenig ambulante Erfahrung gesammelt haben. Der Übernehmer mag das manchmal, meistens auch nicht so, zumindest in den Fachrichtungen, wo es gar nicht so üblich ist, da wird gar nicht so Wert drauf gelegt. Immerhin bedeutet das ja auch, wenn ein Übernehmer mitarbeitet, da muss sich auch jeder drüber klar werden, der macht es ja auch nicht für lau. Also der kriegt ein Gehalt und das schmälert dann indirekt auch den Kaufpreis. Es sei denn, Ihnen ist klar, dass Sie da ein paar Schritte zurücktreten und das einfach als Übergabeprozess sehen. Mhm. Vielleicht hier noch eine Frage von Radu Gabriel. Wann und was soll man den Patienten, dem Team sagen bei einer Übergabe? Ist das schlimm für den Übernehmer, wenn der Übergeber nur 3 Monate in der Praxis bleiben möchte? Ich hole tief Luft. Es ist, also schlimm kann man gar nicht sagen. Es kommt immer drauf an. Das ist zwar die Antwort nicht, die Sie hören wollen, aber es liegt daran, wie Sie es selber gerne hätten. Es liegt daran, wie der Übernehmer es gerne hätte. Und für die Mitarbeiter ist die Frage, wie sehr sie sich von ihren Mitarbeitern bestimmen lassen wollen, wie das mit der Übergabe zu gehen hat. Wenn sie Gefahr laufen, die Mitarbeiter zu verlieren, wenn die nicht frühzeitig eingebunden sind, da kennen sie ihre Mitarbeiter besser, dann sagen sie es auch schon früh. Es gibt vielleicht noch einen rechtlichen Aspekt dabei. Sie haben ja Kündigungsfristen bei den Mitarbeitern. Sie sollen die jetzt nicht kündigen, auf keinen Fall. Der Übernehmer tut ja gut dran, das Personal mit zu übernehmen. Aber für den Fall, dass sie nur die Zulassung weitergeben, weil das eben gerade das Interessante ist, dann obliegt es ihnen, das Personal zu kündigen. Und da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, sich im Vorfeld die Arbeitsverträge mal anzuschauen. Und ja, da muss man aufpassen, wie man das an die Mitarbeiter kommuniziert. Ja, früh teilweise, die man loshaben möchte, aber auch maximal spät, weil sie die Mitarbeiter sich selber noch so lang halten wollen.
Dann hier noch eine Frage von Pirmin. Die ist zweiteilig. Ich würde sie auch mal in zwei Stücken stellen, weil es relativ umfangreich ist. Die erste Frage: Können Sie auch etwas dazu sagen, wie es mit reinen Privatpraxen ist? Gibt es irgendwelche Besonderheiten im Vergleich zu KV-Praxisübernahmen? Oh ja, da gibt es große Besonderheiten. Erstens mal haben Sie das ganze, ich sag's mal so salopp, KV-Gedöns nicht. Da können Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie das nicht haben. Sie haben Ihren Übernehmer, zack, es übergeben über einen Kaufvertrag, kurze Meldung an die Ärztekammer und das war's. Da haben die Kassenpraxen schon deutlich mehr zu beachten an Regularien. Was bei den Privatpraxen der Fall ist, ist, die meisten Privatpraxen, zumindest die ich kenne, sind alle in irgendeiner Form spezieller. Spezieller manchmal im Leistungsspektrum, spezieller manchmal, wie sie an ihre Patienten kommen und da den richtigen Käufer zu finden, der den Weg auch übernimmt. Ist manchmal eine längere Suche. Der Standort spielt eine ganz, ganz große Rolle, den Sie da haben. Auch die Vermietungssituation spielt eine ganz große Rolle. Ja, also Privatpraxen ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber es ist nicht ganz so einfach zu handeln. Da würde ich mir Unterstützung dabei tatsächlich dann holen. Und von einem sehr erfahrenen Berater in dem Bereich. Noch die zweite Frage hierzu. Können Sie auch etwas mehr darüber erzählen, wie die üblichen Konditionen und Vertragsgestaltungen an Übernahme sind, vor allem wenn der ursprüngliche Arzt nicht mehr arbeiten kann? Die Vertragsgestaltung habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Genau, und auch die Konditionen. Also ich versehe den Fokus jetzt also vor allem darauf, die Übergabe ist nicht mehr möglich, weil vielleicht, so verstehe ich die Frage, der abgebende Arzt nicht mehr arbeiten möchte oder kann aus Oh, gesundheitlichen Gründen. okay. Ja, also kommt leider immer wieder mal vor, entweder Krankheit oder, was ich leider auch schon mal hatte, ist Todesfall. Dann muss es ganz schnell gehen. Aber die Frage ist eigentlich da sehr einfach zu beantworten. Wenn in der Praxis nicht mehr gearbeitet werden kann, dann geht Ihnen Ihr höchstes Gut, die Patienten, ganz schnell flöten. Man spricht davon, dass eine Praxis nach 6 Monaten keine Praxis mehr ist. Und wenn Sie Ihre Praxis so lange verwaist lassen oder sagen wir mal so, auch nur eingeschränkter arbeiten für eine gewisse Zeit, dann tun Sie dem Kaufpreis nichts Gutes, weil ein Käufer den Patientenstamm reaktivieren müsste, was schwieriger wird, je länger es geht. Und ich würde in so einem Fall empfehlen, einen Praxisvertreter in die Praxis reinzunehmen. Wenn Sie da so gar keinen finden, gucken Sie mal über die Facharztbörse, dass Sie da jemanden finden, der vielleicht auch abrechnen kann, wenn Sie das selber nicht mehr können, damit die Praxis einfach noch weiterlebt. Ich meine, die wird vielleicht nicht so weiterleben, wie Sie es gerne hätten, aber zumindest haben die Patienten eine Anlaufstelle und sie können valider begründen, dass die Zahlen, die sie mal hatten, mit Krankheit oder Wegfall, wie auch immer, dass das weiter noch aktiv bleibt. Und eine vertragliche Gestaltung ist genau die gleiche, wie sie es sonst auch mit einer Übergabe hätten, nur dass wegfällt, dass Sie vielleicht noch im Nachgang oder in Vorbereitung mitarbeiten und unterstützen werden. Das wird ja nicht gehen. Einarbeiten werden Sie unter Umständen auch nicht können. Ja, aber zumindest haben Sie dann die Praxis noch aktiv gehalten. Eine Zwischenfrage von Frau Johanna Winkler direkt hierzu zu ihrer Antwort. Welchen Facharztpool? Es gibt, ich müsste da aber auch nach Adressen suchen, es gibt Facharztbörsen,
die genau für solche Fälle Fachärzte akquirieren für wahnsinnige Stundensätze. Aber okay, wenn Not am Mann ist, dann oder an der Frau, dann eben auch so, die eben Fachärzte da vermitteln. Also ich habe jetzt im Moment eine niedergelassene Ärztin, die ganz gerne einen ganz hohen Kaufpreis für ihre Praxis hätte und mir immer wieder vorhält, dass sie ja über die Facharztbörse so richtig viel verdienen könnte. Da sehe ich jetzt immer wieder die Stundensätze. Also suchen Sie einfach mal unter Facharztbörse im Internet. Das müsste leicht zu finden sein. Dankeschön. Genau, ich glaube, so die, zusammengefasst nochmal die Frage jetzt, wenn der ursprüngliche Arzt nicht mehr arbeiten kann, wahrscheinlich wirklich möglichst wenig Zeit ins Land gehen lassen. Wahrscheinlich sogar der Kaufpreis wird natürlich unter Leiden, verstehe ich. Aber je länger man das aufschiebt, desto schlimmer wird es eigentlich wahrscheinlich. Ja, genau. Dann die nächste Frage von Tarek Wanli. Die Frage verstehe ich so. Sie haben vorhin gesagt, Übergabe ist idealerweise 3 Jahre. Oder der gesamte Prozess. Was ist für den Fall, wenn sich beide Käufer und Verkäufer schon relativ früh mit der ganzen Sache einig sind? Sollte man trotzdem, so verstehe ich die Frage, sich noch mehr Käufer reinholt oder wenn man schon ein gutes Gefühl hat, einen fairen Preis hat, das dann auch umsetzen? Ja, also da kann ich nur sagen, wenn sie sich schon einig sind, dann schließen die sie doch gleich am besten den Kaufvertrag. Und dann werden sie sehen, ob der Kaufpreis so passt und der Übergabeweg auch so passt. Dann können sie auch ganz schnell übergeben, ja, wenn sie so weit aufhören wollen. Gut, ich mache das jetzt eben schon 18 Jahre. Ich weiß, dass da ganz viel von da bis dort dazwischen kommen kann. Ich glaube es immer erst dann, wenn die KV wirklich zugestimmt hat und alles über die Bühne ist. Ja, also Kaufvertrag im Vorfeld unterschreiben, ganz wichtig im Vorfeld, dann an die KV, dann glaube ich das. Also kommt auf das Verhältnis untereinander an, ja, wie Sie das sehen. Aber meistens ist es so, wenn man über einen Kaufvertrag spricht und vor allem über einen Kaufpreis, dass dann doch nochmal Rückfragen kommen. Deswegen gleich zum Kaufvertrag, dann haben Sie den Prüfstein hinter sich. Und noch eine Frage von Bully Bascher. Funktioniert der Verzicht zum Zwecke der Anstellung auch bei der Abgabe an ein MVZ? Ja, auf jeden Fall. Also die Bedingung bei dem Verzicht zugunsten einer Anstellung ist, dass der übernehmende Vertragsarzt ist. Und das kann ein MVZ sein, das kann eine Berufsausübungsgemeinschaft sein, das kann auch eine Einzelpraxis sein, die ein, ja, ich nenne es jetzt mal weiteres Budget dazu nehmen möchte, mit Ihnen dann als angestellter Arzt, kann sogar fachfremd sein, das geht alles. Aber, und da rührt vielleicht Ihre Frage auch daher, MVZs sind nur dann bevorteilt, gleichberechtigt in der Übernahme zu sonstigen Einzelpersonen, wenn ich meine, das MVZ vor 2011 gegründet wurde. Und danach, wenn Sie andere Übernehmer haben, müssen viele Argumente fürs MVZ sprechen, damit das MVZ es auch wirklich bekommt. Auch da tut's gut dran, mal ein bisschen Kontakt mit Beratern von der KV oder auch mit anderen Beratern, manchmal Rechtsanwälten, aufzunehmen, um rauszufinden, wie Ihre KV in Ihrem Bundesland da so tickt. Dann kriegen Sie das schon im Vorfeld gut abgedeckt. Sehr gut. Dann noch eine Frage von Herrn Jens Brücher. Welches Modell ist am besten, wenn man 3 gemeinsame Jahre mit dem Nachfolger plant? Oh, da müsste ich Ihnen ganz viele Gegenfragen erstmal stellen. Wie viele Zulassungen haben Sie denn in der Praxis? Kann der andere Einsteiger mit auf einer Zulassung arbeiten?
Wollen Sie weniger arbeiten? Eine Zulassung. Eine Zulassung, okay. Ja, da ist die nächste Frage. Würden Sie sich diese eine Zulassung teilen können? Sprich, weniger gleich egal. Aber das ist nicht ganz. Ja, okay. Also es ist egal, wenn Sie weniger arbeiten. Okay. Also Sie hätten drei Modelle zur Auswahl. Sie nehmen einen Sicherstellungsassistenten rein in Vorbereitung auf die Abgabe. Sie nehmen den als gemeldeten Praxisvertreter rein. Oder Sie übergeben vielleicht sogar gleich schon die halbe Zulassung und haben dann eine Gemeinschaftspraxis oder das heißt ja jetzt Berufsausübungsgemeinschaft, jeder auf einer halben Zulassung. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Was da für Sie jetzt das Beste ist, müsste man im Detail besprechen. Ich finde es eigentlich ganz charmant, in eine Kooperation reinzugehen, eben weil Sie theoretisch auch Patientenfälle steigern könnten. Und meistens ist das ja das Anliegen des Übernehmers zu steigern, weil der muss ja erstmal seinen Kredit abzahlen. Ja, für Sie ist das wahrscheinlich eher elegant, so weiterzuarbeiten wie bisher, eben runter reduziert und dann Ihr Ding machen weiter. Deswegen ist die Steigerungsmöglichkeit über so eine Aufteilung der Zulassung die geschickteste, was bei allen anderen Modellen sind Sie in der Steigerung eingeschränkter. Sehr schön. Gerne, bitte. Noch eine Frage von G.Y zum Jobsharing. Ja, genau. Ja, ich sehe es gerade. Ja, Jobsharing, auch eine Möglichkeit, Jobsharing zu machen. Das geht auch mit der einen Zulassung. Sie können einen angestellten Jobsharer reinnehmen oder einen selbstständigen Jobsharer reinnehmen. Es gibt, auch da lohnt sich mal eine Nachfrage bei der KV. Je nach Fachrichtung werden ab und an mal weitere Zulassungen in die Bedarfsplanung aufgenommen. Also gibt es die wundersame Zulassungsvermehrung, wobei so viel Vermehrung ist es nicht, aber ein paar Sitze werden da freigegeben und die gehen bevorzugt, zumindest so habe ich jetzt in der Vergangenheit erlebt, auch schon mal an den selbstständigen Jobsharer in der Praxis. Dafür ist es von Vorteil. Aber Jobsharing hat eben auch die Deckelung der Abrechnung. Oh ja, in 3 Minuten ist Anstoß, wir müssen aufhören. der Jobsharer hat damit eine Deckelung, deswegen... Muss man besprechen, im Einzelfall, wie es bei Ihnen in der Praxis ausschaut. Herr Brücher, den Hinweis haben wir ja verstanden. Ganz klar und deutlich. Es kann auch hier eine Nachricht nochmal. Kaufvertrag ist unterschrieben. Okay, super. Dann würde ich sagen, würden wir das schließen, wenn nicht noch eine ganz dringende große Frage reinkommt. Ansonsten natürlich sehr, sehr gerne. Auch im Nachgang schicken wir morgen noch einmal eine E-Mail rum. Und dann können Sie sich gerne auch direkt bei Frau Feiner oder Kollegen, Kollegin von MLP melden. Oh, jetzt kommt noch mal was ganz Großes rein. Sie sehen es auch, ich lese es mal kurz vor. Pirmin, als fachfremder Erbe einer Privatpraxis sind keine Gewinnbeteiligungen möglich, oder? Wie kann das Risiko für den Käufer einer Privatpraxis verringert werden? Im konkreten Fall liegt die Praxis derzeit seit 10 Monaten außer Betrieb. Aufgrund einer guten Online-Präsenz bekommen wir jedoch immer noch ca. 2000 Klicks über Google. Ich mache bei uns selber sehr viel Marketing, Glückwunsch dazu. Das ist doch schön. Dementsprechend kann man die Praxis wahrscheinlich schnell wieder hochfahren. Vielleicht, wenn wir uns auf den letzten Teil fokussieren, man hat immer noch gute Sichtbarkeit online. Die Kunden finden mich zu gesicherten Untersuchungen in meiner Region, aber eigentlich seit 10 Monaten kein Betrieb. Ja, schwieriger Fall. Ich denke, da kommt es auch wieder ein bisschen auf die Fachrichtung an, was Sie daraus machen könnten. Zur Not verkaufen Sie die Online-Präsenz und gar nicht unbedingt die Praxis, weil Sie werden ja
Räume haben, die jetzt seit 10 Monaten verwaist sind, eine Einrichtung haben, die sie verkaufen könnten. Also wenn sie seit 10 Monaten da niemanden gefunden haben, dann drängt die Zeit wirklich irgendwas zu verkaufen, was zu verkaufen geht, weil es wird nicht besser. Ja, die Klicks werden irgendwann mal weniger. Sie sind ja auch damit beschäftigt, die zu beantworten, schätze ich mal. Und von daher, also lieber schneller verkaufen. Ich glaube, in dem Fall würde ich sagen, möglichst schnell Kontakt herstellen. Herr Pemel, wenn Sie mögen, Herr oder Frau, wird Frau Feiner sich auch gerne, glaube ich, direkt an Sie wenden. Dann vielleicht eine kurze Nachricht im Chat. Ansonsten haben Sie natürlich die Möglichkeit, da einmal zuzugehen. Dann vielen lieben Dank an Frau Feiner, an die tolle Beteiligung hier im Chat. Das ist auf jeden Fall immer das Spannendste mit den Fragen aus der Praxis. Und dann wünsche ich uns allen, die gucken, ein schönes Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße nach München, Frau Feiner. Ja, danke. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.